Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Per Mertesacker M. absolvierte 104 Länderspiele und lief 156 Mal für Arsenal London auf Urheberrecht Sport 1 Grafik. Der Die Images. Per Mertesacker lädt zum Abschiedsspiel nach Hannover. Zahlreiche Stars sind mit von der Partie. Dem Fußball bleibt der Weltmeister von 2014 erhalten. Ein Weltmeister sagt Tschüss. Per Mertesacker verabschiedet sich am Samstag 15:30 Uhr bei DAZN in Hannover von seiner großen internationalen Laufbahn. Die Eisonnen dürften schon bereitstehen. Die Behälter sind für immer mit Mertesacker verknüpft. Sein Interview nach dem Achtelfinale bei der WM 2014 gegen Algerien ging in die TV-Geschichte ein. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden? Ich leg mich jetzt erstmal 3 Tage in die Eistonne, blaffte der Innenverteidiger den Reporter an. Anzeige, DAZN gratis testen und die Premier League und die Champions League live. In der WM-Arena am Maschsee hat der 104-malige Nationalspieler kritische Fragen nicht zu befürchten. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Mertes96 Freunde mit Ron Robert Sieler und Mike Hanke auf dem Rasen und Peter Neururer sowie Ewald Lienen auf der Trainerbank treffen auf PES Weltauswahl mit Tim Wiese, Tim Borowski, Ivan Klasnik und Peter Zech betreut von Arsene Wenger. Mertesacker, Leiter der Nachwuchsakademie von Arsenal-Star Trainer Wenger, hat einen großen Anteil daran, dass Mertesacker nach 7 Jahren als Arsenal-Profi in London geblieben und bei den Gunners am 1. September Leiter der Nachwuchsakademie geworden ist. Wenger hat als Persönlichkeit einen immensen Beitrag dazu geliefert, dass ich spielen durfte, Kapitän wurde und weiter bei Arsenal arbeite, sagt Mertesacker. Einnahmen gehen an Mertesacker Stiftung. Zum Abschied wird gefeiert. Die Techno-Band Scooter reist für ihren 20-minütigen Auftritt in der Halbzeitpause eigens aus Australien an. Eine offizielle Ehrung kommt hinzu. Vor der Partie erhält der Abwehrspieler aus der Hand von Ministerpräsident Stefan Weil die niedersächsische Sportmedaille. Wichtiger aber ist Mertesacker, dass der bunte Nachmittag in Hannover möglichst viel Geld in die Kasse der von ihm initiierten und nach ihm benannten Stiftung fließt. Diese fördert Integration und sportliche Ausbildung von sozial benachteiligten Jugendlichen im Großraum Hannover. Das Abschiedsspiel von Per Mertesacker live verfolgen. Livestream, der ZN Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr von Sportinformationen.